Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die My Little Box bei mir eingetroffen. Die ist in diesem Karton, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box wird mir in der Kooperation mit mylittlebox.de kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann eine My Little Box, weil ich jetzt hier zwei habe, an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei und Sammy ist hier auch wieder am Start und möchte mit dabei sein, wenn Fräuchen die Box aufmacht. Die My Little Box kommt monatlich, kostet 17,90 Euro pro Box, wenn du die im Abo hast. Du hast in jeder Box, oder es wird versprochen, in jeder Box hast du drei Beauty-Produkte und zwei Accessoires sind damit drin. Accessoires kann alles bedeuten. Letztes Mal hatten wir Handschuhe mit drin, das war ziemlich witzig, so Fäustlinge, aber auch so einen coolen Ringhalter. Der steht bei mir im Badezimmer schon safe und wird jeden Abend auch immer schön mit meinen Ringen, mit meinen vier Ringen, die ich hier habe, bestückt. Und jetzt krempeln wir die Arme mal hoch und legen los, denn ich bin sehr gespannt. Gespannt und Sammy Fräuchen ist gespannt und möchte wissen, was in der Box ist. Entschuldigung. Ja, er schmust gerade mit mir. Hm. Oh, Mausi. Darf Fräuchen die Box aufmachen? Dieses Mal kommt die My Little Box in einem etwas schmaleren Karton. Und wenn man den aufmacht, es ist immer so hübsch gestaltet, dann haben die hier in der Box auch irgendwie immer einen Spruch drin stehen. Oder hier haben die jetzt auch so Blumis drin. Und ich muss gestehen, als ich den Karton eben aufgemacht habe und diesen Flyer gelesen habe, hatte ich einen Ohrwurm. Leben ist nicht nur atmen, atemlos zu sein gehört auch dazu. Das ist ein Zitat von Alfred Hitchcock und da bin ich sehr gespannt, was uns hier atemlos machen soll. Keine Ahnung. Hier haben wir erstmal eine Tasche und keine Box. Wir haben manchmal eine Box in der Box, also eine My Little Box. Das ist jetzt wieder eine Box ohne Box. Jetzt haben wir eine Tasche. Hier hast du aber in der Box, in dem Karton, noch was drinstehen und das möchte ich mal kurz vorlesen. Bei klirrender Kälte gefriert uns im Winter der Atem. Doch nun ist März. Ein erster Frühlingshauch liegt in der Luft. Damit wir diese frische Luft noch lange einatmen können, widmet sich diese Box Mutter Erde. Die kleine Tasche in deiner Box ist aus recycelter Baumwolle und voller Ideen für eine verantwortungsbewusste Zukunft. Atme tief ein. Jetzt wird's grün. Hä? Okay, also das hat jetzt irgendwie vom Motto her, vom Thema her, irgendwas mit Erde, Natur, Naturkosmetik, Recycling, Nachhaltigkeit vielleicht zu tun, weiß ich nicht. Aber gut, wir haben hier schon mal eine grüne Tasche, das ist schon mal nicht verkehrt, da beschweren wir uns nicht, ne? Okay, du machst hier den Reißverschluss auf. Ich finde es ganz schön, dass du dieses Mintgrün und dieses Gold, das ist optisch schon mal ganz schön. Möchtest du was dazu sagen, Sammy? Möchtest du irgendwas dazu sagen, zu deiner Verteidigung? Nein, Frauchen, schmus mich. Hier haben wir die Tasche und die habe ich jetzt geöffnet und das ist quasi so verbunden. Also entweder hättest du jetzt theoretisch so einen Henkel, dass man das halt irgendwie halten kann. Oder wenn man die halt zumacht, hast du halt eine Schlaufe, mit der du es aufhängen kannst. Oder vielleicht nimmst du es auch als Handtasche. Je nachdem, worauf man so Bock hat, ne, muss ich mal wirklich als praktisch bezeichnen. Dann hast du von innen wieder den Stoff oder das Muster aufgegriffen, was auch schon in dem Karton drin war. Und ja, ne, jetzt halte ich das hier die ganze Zeit so hin. Das ist der erste Blick in die Tasche. Das ist jetzt die My Little Bag. Als erstes Gina. Tampons und Binden aus 100% Bio-Baumwolle. Lieferung alle 2 Monate. Gina kommt bald auch nach Deutschland. Triff uns auf heygina.de und sei eine der ersten auf dem Laufenden. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein Tampon. Die sind wahrscheinlich ein Tick teurer. Weiß ich jetzt nicht. Ich gucke das mal nach. Vielleicht kriege ich das irgendwie eingeblendet. Das scheint aber eher so ein Abo zu sein. Deswegen bin ich da ein bisschen... weiß ich nicht. Ein Tampon-Abo brauche ich persönlich jetzt so nicht, weil mal sind die Tage stärker, mal sind sie schwächer, dann brauchst du mal mehr, dann brauchst du mal weniger und keine Ahnung, finde ich schwierig, um ehrlich zu sein. Muss aber jeder für sich selber entscheiden, ne? Auf ein ganzes Leben hochgerechnet haben wir ganze 2500 Mal unsere Regel. Ja, das macht mir echt Freude, ne? Brauche ich, will ich gar nicht wissen. Dann haben wir hier ein Päckchen drin. Dein Glücksmedaillon. Baumwollbändchen mit Glücksmedaillon. Einatmen, ausatmen, um. Ich liebe diese Beschreibung von My Little Box übrigens, die hier draufstehen.
Wenn das Leben hektisch wird und scheinbar alles aus der Bahn gerät, müssen wir nur daran erinnert werden, dass alles wieder gut wird. Wenn dieses kleine Medaillon das schafft, ist schon viel gewonnen. Upcycling, mon amour. Dieses kleine Baumwollbändchen zum Anhängen kommt dir bekannt vor. Das sind die Stoffreste, die für die Herstellung deines Boxbeutels verwendet wurden. Nichts geht jemals verloren. Alles verwandelt sich. Süß. Hier haben wir das Armband, was ich per se irgendwie ganz niedlich finde. Hier steht auch drauf Breathe, also passt auch wieder zum Thema, zum Motto, ne? Also atme. Das ist dann wieder hier in dieses goldene Medaillon eingraviert, was wirklich, ne, es ist nett. Also wenn ich jetzt einen Knoten reinmache, ist das Ganze sehr, sehr eng. Wenn ich mir das vielleicht an den anderen Arm machen würde, würde es besser funktionieren. Was ich hier positiv finde, ist es halt was Stoffmäßiges. Es ist leicht, ne? Und dementsprechend ist es ganz cool, vielleicht für den Sommer oder so, für den Frühling ganz hübsch als Accessoire. Für mich vielleicht sogar ein Stück weit zu klobig, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt nur eins machen würde, wäre halt bei mir das Problem, um ehrlich zu sein, dass ich hier unten halt dieses Flatterkram dran hätte. Das würde mir auf den Keks gehen. Cozy Hands from Below, ein pflegender Handschaum. Auch das nett, aber mal wieder ein Handprodukt. Das ist jetzt nicht so unbedingt etwas, was ich feiere. 100% vegan, nett. Blümchen drauf, auch das ist nett. Okay, es riecht aber angenehm vanillig. Es ist eher mädchenmäßig, aber ich mag das halt. Mit Provitamin E, Mandelöl, Avocadoöl und Panthenol ist das. Sahnige Karamellbonbons, vanillig warm. Danach soll das riechen. Okay, halt sehr, 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 sehr süß. Hier habe ich ein Produkt drin, das finde ich gut. Sowas in der Art hatte ich schon mal. Jedenfalls, das ist von NYX Real Protégieuse für Gesicht, Körper und Haare. Das ist ein Multi-Dry Oil. Das ist ein Trockenöl, was du halt für das Gesicht, für die Haare und für den Körper verwenden kannst. Mache ich mir, glaube ich, jetzt auch mal eben gleich in die Haare. Jo, habe ich voll Bock drauf. Und das soll floral riechen. Oh, das riecht aber schon recht blumig schwer tatsächlich. Also das hier in Kombination in einer Box finde ich irgendwie ein bisschen crazy. Da müsste man sich die Box wahrscheinlich, so Mutter und Tochter könnten sich das dann teilen. Das mache ich tatsächlich so ein bis zweimal pro Woche, dass ich so eine Ölhaarkur mache. Es riecht auf jeden Fall angenehm. Also es riecht schon fast, als würde ich mir jetzt ein Haarparfüm reingeben. Und das mache ich mir jetzt hier so in die Spitzen rein und crunch das so ein bisschen rein, ne? Dass ich das halt richtig einmassiert bekomme in die Haare, dass sich das halt auch ein bisschen besser verteilt. Und ich muss sagen, seitdem ich, also ich habe da von Velas das Arganöl, was ich halt auch öfters verwende. Und seitdem ich das verwende, man sieht ja auch den Glanz in den Haaren, seitdem kommt der Glanz auch wieder richtig krass zurück, ne? Ich hatte das jetzt vor allem im Winter, dass ich extrem trockene Haare hatte und jetzt durch diese Haaröle wird das ganz gut und ja, so hat man dann halt die Haare, das zieht dann entsprechend ein und das lässt man auch einfach so drin. Finde ich auch ganz nice. Ich würde mir das jetzt nicht unbedingt in den Ansatz geben. Halt dann, wenn ich eine richtig intensive Haaröl-Haarkur mache, dann mache ich das wohl, ne? Aber jetzt so für jetzt, heute sage ich mal, reicht mir das so auf jeden Fall. Ich finde auch, dass man so im Alltag, sage ich mal, rausgehen könnte, ne? Also, dass man halt so diese öligen Spitzen hat. Solange man das nicht in den Ansatz gibt, ist alles gut. Und ja, pflegt auf jeden Fall die Haare. Ich weiß jetzt nicht, was in diesem NYX-Öl dann drin ist. Schauen wir mal. Das mit dem Parfüm ist natürlich auch so eine Sache. Einerseits positiv, weil du dir halt nicht jetzt irgendwie zusätzliches Parfüm in die oder Haarparfüm reingeben musst, ne? Man riecht halt schon parfümiert jetzt gerade, das merke ich auch. Aber man muss den Duft dafür schon sehr mögen, weil das doch meiner Meinung nach sehr intensiv jetzt gerade riecht. Hier haben wir jetzt ein bisschen dekorative Kosmetik, das finde ich super. Und wir haben irgendwie dieses Mal dann doch ein paar mehr Produkte drin, was ich gut finde. Weil jetzt so am Anfang die ersten drei Sachen haben mich jetzt nicht so gecatcht. Jetzt kommen wir so langsam ins Eingemachte, also zu den Produkten, die ich halt auch wirklich gut finde und selber verwenden kann. Da habe ich hier von der Schrift her würde ich sagen, Kat, Yau, KVD, Kat Von D, ach du Scheiße, Go Big or Go Home. Das ist eine Volumizing-Mascara. Leute, das finde ich ja großartig. Ich trage heute auch den Tattoo-Liner von Kat Von D übrigens. Habe ich mir eben so ein schnelles Make-up mit der Tamtam-To-Go-Palette geschminkt. Ja, eigentlich getestet, weil wenn ich morgen auf Dienstreise fahre und die mitnehme, dann wollte ich gucken, wie ich mir quasi morgen Abend meinen Look schminken möchte. Und ich glaube, so könnte ich auf jeden Fall auf ein Geschäftsessen gehen. Ja, habe ich mir überlegt. Auf jeden Fall habe ich hier die Mascara drin, deswegen richtig witzig gerade. Witzig. Ohne Scheiß, der liegt hier.
Das ist mein Mini-Tattoo-Liner von Kat Von D. Das ist jetzt kein Joke gewesen. Den habe ich ernsthaft. Das war jetzt Zufall, ne? Okay, das ist ein Typchen. Das ist ja süß, ne? Hat hier unten so einen riesen Verschluss. Der Verschluss ist ungefähr genauso groß wie das Produkt an sich. Ach Quatsch. Nee, doch. Doch, das ist der, genau. Mhm, das ist der Halter. Damit hältst du das Ding. Okay, ja. So schaut das Bürstchen aus. Das ist aber ein Oschi. Aktuell haben die viele Oschi-Bürstchen auf dem Markt. Ne? Es ist jetzt nicht so mega, aber es ist halt voll dick. Riecht ein bisschen muffig, aber wer riecht schon an Mascara? Ich glaube, ich bin da recht allein auf weiter Flur. Das sieht mir aus wie ein Kunsthaarbürstchen, aber mit sehr, sehr, sehr dicken Borsten irgendwie. Weiß ich nicht. Das finde ich schon sehr aufregend. Schade, dass ich mir jetzt eben erst dass ich mich eben erst geschminkt habe, sonst könnte ich das mal austesten. Teste ich aber mal auf jeden Fall mit euch in einem Look. Das feiere ich, das finde ich cool und da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich meine, überleg mal, was wir da jetzt für eine krass bunte Mischung gerade drin haben. Wir haben hier einen Bilou-Drogerieschaum quasi, dann haben wir ein OB, ein Armband, recycelt, dann NYX, sehr hochwertiges Produkt. Das ist sowieso recht teuer. Ist irgendwie merkwürdig. Und jetzt haben wir noch ein Produkt hier. Ne, zwei Produkte. Von My Little Beauty, also von der My Little Box Eigenmarke. Zum einen Time to Pose Mask Hydratant. 100 Milliliter. 99,5% irgendwas. Das muss ich gleich mal aus der Nähe angucken. Aus dieser Entfernung kann ich leider nicht lesen, was sich hier hinten drauf befindet. Ich habe meine Brille nicht auf. 99,5% Natural Ingredients, das ist schon mal positiv. Strike a Pose, 10 Minuten nur für dich und deine neue Selfie-taugliche Maske. Darunter sorgen sanfte Fruchtsäuren und Honig für einen wohlgenährten und befreiten Teint. Für deine Haut ist die goldene Stunde angebrochen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abspülen. Ein bis zweimal pro Woche auf trockener und gereizter Haut anwenden. gereinigter Haut anwenden. Aha. Okay, ist das hier eine riesen Oschi von Gesichtsmaske? Wenn es eine Gesichtsmaske ist, dann finde ich das richtig geil. Körpermaske 5 bis 10 Minuten drauf. Nee, das ist auch Tinnef, ne? Das ist fürs Gesicht. 100 Milliliter ist riesig. Wow, da kommst du aber Ewigkeiten mit hin. Und die soll dann halt quasi dafür sorgen, dass du mit Feuchtigkeit versorgt wirst. Das finde ich schon wieder klasse. Ich mag das aktuell, dass die halt auch diese Masken in diesen etwas größeren Gebinden halt mit reinpacken, weil es tatsächlich nachhaltiger ist. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ja. Überzeugt mich. Aber Kat Von D in einem nachhaltigen... Ist Kat Von D nachhaltig? Die sind vegan. Das ist interessant. Ich muss echt die ganze Zeit überlegen, wofür ich dann diese Tasche verwende. Weiß ich noch nicht. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare rein, wofür du so eine Tasche verwenden würdest. Ich denke, dass ich das, wenn ich eine große Tasche habe, dann in der Innentasche, also als Innentasche quasi verwende. Keine Ahnung. Aber so große Taschen habe ich eigentlich nicht. Egal, was habe ich hier? Coup de Frais. Boros. Habe ich irgendwas Deutsches irgendwo draufstehen? Nein. Brosse Nettoyant Très Douche. Irgendwas mit Dusche? Rise and Shine. Super Sound Reinigungsbürste. Ein altes Sprichwort besagt, frischer Teint am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wie? Du glaubst, wir erfinden die Sprichwörter einfach nur? Na gut, vielleicht. Aber probier das Bürstchen mal mit einem Tupfer Reinigungsgel aus und schau selbst, wie dein Tag so wird. Kleiner Spoiler, er wird noch schöner. Okay, das ist eine Reinigungsbürste für das Gesicht. Oh, und damit soll man dann das... Die wird verwendet. Also ich habe aktuell noch dieses ganz unnachhaltige Foreo Luna Play Mini Gedöns bei mir in der Dusche, wo man die Batterien nicht wechseln kann. Und das hier ist ja ein Produkt, was ewig und 3 Tage hält. Ich weiß nur nicht, ob man hier auch den Kopf wechseln kann. Huch, ich glaube nicht. Ja, das heißt, wenn auf, dann auf. Das heißt, ist das dann nachhaltig? Das fühlt sich super weich hier an. Also, damit kannst du ja fast schon Foundation auftragen. Ich meine, sehr großflächig und sehr grob. Aber in der Theorie bestimmt toller Bufferpinsel. Nee, aber finde ich ganz nett. Die Verpackung passt dann auch schon wieder zu der Box, weil es ist halt wieder dieses Muster da zu finden. Leute, das war jetzt die Box von März. Hat mir durchwachsen gefallen. Also zum Ende hin wurde es dann doch besser und sie hat mir dann auch zum Ende hin mehr gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!